Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Im Studio habe ich heute Helmut von der Würstchenbude und wie immer Bad Harry, heute mit krummen Flügeln. Wir haben das hier letzte Woche gemacht, oder beim letzten Video, trifft es eigentlich eher, ja. Ich habe auch ein bisschen überlegt, ich habe beschlossen, dass ich hier vorne ein bisschen mehr Leben reinbringe. Ich wollte am Anfang eigentlich nur Wüste hier bauen, also in dem Bereich hier. Habe jetzt in meiner Kiste gewühlt und habe die, jawohl, Overkill, Schienen hier gefunden. Das heißt, die werde ich über kurz oder lang hier einbauen. Ich habe ja an Wagen von Bluebricks, den werde ich draufstellen. Vielleicht brauchen wir noch einen zweiten, dazu muss ich mal schauen. Hier vorne ist im Park. Jetzt aber Zukunftsmusik erstmal. Nur als Vorausschau. Heute möchte ich mich ein wenig um das da hinten kümmern. Ich würde es gerne mal anfangen. Also das ist das letzte Mal der Entwurf. Da fallen mal, was drin steht. Haben wir jetzt auch schon ein Gedanken gemacht. Also, das hier sind Trans Clear Black, die oben drauf. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo ein Lauflicht herbekomme, die ich dahinter laufen kann. Das wird bestimmt klasse ausschauen. Und die da drauf. Und das halt dann als Mauer. Ich höre vielleicht einen Wachturm zu. Da muss ich aber gucken, wie ich es genau mache. Ich würde jetzt erst einmal das Bauen anfangen und würde mich dann einmal zwischendurch wieder melden. Also, bis später. So, jetzt gibt es schon mal ein kleines Zwischenupdate. Das wird heute eben ein bisschen kürzere Folge wahrscheinlich. Also ich habe jetzt hier hinten noch einmal ein Stück hochgezogen. Das war beim letzten Mal noch offen. Eventuell müsste ich hier noch eine Querverbindung reinsetzen. Ich glaube, das mache ich gleich. Na, machen wir es doch einfach so. Und so, so. Ja, und da machen wir dann ein Ding drauf. Und ein Rausschwinger. Mal auf Seite. Gebaut habe ich das. Also, wie gesagt, sind die Kisten hier. Und immer wieder so Trans Clear Black. Heißen die Trans Clear, wenn sie black sind? Trans Black. Trans Black Fliesen, 2x2 drin. Und die Fässer. Und ich finde, es macht einen recht guten Eindruck. Und das Ganze kann ich jetzt da hier auf meinen Rahmen aufsetzen. Ich habe das Ganze auch um eine Plate verbreitert. Damit das hier noch hinten was bündig wird. Zack, aufsetzen, fest. Das hier hüben soll dann irgendwann einmal der Turm an. Von der Scheide schaut so aus. Von der Seite schaut so aus. Also ist stabil. Und von vorne ergibt sich das Ganze dann so. Der hat auch einen Stein umstört mich noch ein bisschen. Aber naja. Den sieht man später nicht mehr normalerweise. Und da steht dann der hier. Und ich finde, das schließt alles schon relativ gut ab. Sagte ich. Hab mir hier, das hängt auf einer Dreierfliese, so viel zum Thema Stabilität. Aber wenn man ein Schraubstück als Hemd hat, dann vielleicht müsste ich sie doppelt sitzen. Also hab das jetzt hier abgerubbt. Jetzt hab ich das abgerubbt.
Gut, ich meine, da muss noch eine Plate um drauf, ne? Hier habe ich mit Plate Modified gearbeitet, dass ich einen halben Stein reinkomme. Was man halt jetzt überhaupt nicht sieht, ne? So, da und da unten auch. Also ich bin immer mit einem halben Stein versetzt nach oben. Und ich finde, es macht einen recht guten Übergang, das Ganze. Und hier bauen wir schnell mit. 1, 2, 3, 4. Haben wir zwei halbe dazu vielleicht, das wäre natürlich perfekt, ne? Nein, haben wir nicht. Riesenaufwand, welcher an Zweierstein immer vergessen hat. So. Jetzt gehe ich nochmal eins dann vor. Mit den Inverted Slopes. Das heißt, wenn ich das dann da hinten reinstelle, dann stelle ich es wieder rein. Also, jetzt. Dann komme ich auch schön direkt an den Ball heran. Und vor allem, Lichtend. Kameraänderung habe ich dann hier hinten am besseren Abschluss. Mal das dann hier nochmal bis hier hoch geht und ich werde auch hier aufhören mit der Dings und dann mit Blade drüber bauen. Dann werde ich hier noch ein, zwei Sachen draufsetzen, also die Welt ein bisschen noch und sagt und dann kommt der hier. So und jetzt da. Mache ich das da hüben schnell, ziehe das hoch und dann melde ich mich wieder. So, Licht, Kamera, Action, alles passt. Die Action passt auch, haha. Ihr seht ihr gerade nichts, weil Vorbereitung ist alles. Ich hätte schon längst auf Seite räumen können, aber. Licht mit nach hinten. So, ich hoffe, das passt jetzt. Ich habe jetzt das hier gebaut. Also das da hinten kennt ihr schon. Das hier ist relativ unspektakulär. Hier oben zwei abgeschrägte Platten. Die Modified Round Bricks hier fand ich jetzt recht cool eigentlich, so als Fänger, der müsste ich vielleicht so, ne? So muss es sein, dass es passt optisch. Ja, also da kommt noch eine Tür hin. Also unbedingt. Aber das kann man nicht lassen. Hier habe ich noch zwei. Kamera wieder raus. Mal nach hinten. Zwei Bögen aufgemacht. Also ich denke, das passt jetzt ganz gut rein. Vielleicht wäre es cooler gewesen, wenn die Farben ein bisschen anders sind, aber man muss halt auch immer mit dem arbeiten, was man hat. Ne? Ich denke, so im Großen und Ganzen wirkt das doch jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Von vorne beleuchten. So, also ich bin jetzt eigentlich soweit schon recht zufrieden. Hier habe ich mir gedacht, hier mache ich einfach die Platte da rein, also in ein Panel rein. Ja, Masse bauen einfach. Weil hier kommt eh durch Berg her und dann ist es glaube ich in ein Panel hin am einfachsten. Drin der Campus, das sieht man hier, verschwindet. Da ist ja irgendwie schade, aber ja, ist halt einfach so. Ich werde jetzt hier hüben noch ein Stück hochziehen. Und hier, und das war's dann, denke ich, erst einmal hier auf der Seite.
Da hüben muss ich mir noch was einfallen lassen. Ich weiß aber, das geht jetzt lass. Ich finde es irgendwie nicht schlecht, aber irgendwie halt auch nicht schön. Weiß ich noch nicht. Und hier hüben muss ich noch irgendwas. Eigentlich müsste ich noch eine Reihe Plates draufziehen oder so. Mal drehen. Mal einschwenken. Also eigentlich müsste ich hier noch irgendwas raufziehen und hier nochmal überbauen. Aber die Frage für mich ist halt, wie weit rüber. Und obala, der Torbogen ist ja auch noch da. Weil den habe ich jetzt verbaut, aber im Endeffekt sieht man ja nicht mehr. Ist eigentlich schade mit Bogen, aber ja. Ich glaube nicht, dass es am Ende. Hinten dran habe ich. Es hängt jetzt wegen durch dahinter, weil, und das sagt, das geht ja bis darüber und das liegt ja dann auf der anderen Platte auf. Das heißt, das müsste ich mal auf der anderen Platte angleichen, so wenn das hier drauf steht. Schön abgeschlossen und. Festgedrückt. Warum geht es jetzt nicht? Ich glaube, ich baue mal einfach einen Einrass. Ich nehme das nur irgendwann nochmal. Das mit der Platte hier ist kontraproduktiv. Ja. Also es ist definitiv stabil. Mal raus. Na, man kann das schön überall drauf drücken. Problem. Los. Und nichts kracht ein. Wenn jetzt was einkracht, wäre es natürlich blöd. Oh, ich glaube. Hier fehlt eine Plate. Oder? Ne, passt. Ja. Also wie gesagt, ich mache jetzt hier kurz noch auf der Seite hoch. Dann melde ich mich wieder und dann zeige ich es euch. So, und nun das letzte Update zum heutigen Baudach. Entschuldigung. Also, es ist definitiv mehr, als ich eigentlich geplant habe. Aber es ist jetzt eigentlich nur mal, damit ich mal sehe, wie es ausschaut. Und ich denke, wir bauen das Ganze dann einmal gleich richtig rum auf. Ne? Also, hier hat sich nichts verändert. Sagt so. Mal rausfahren ein Stück. Also, die Gleise werde ich so hier reinbauen, denke ich. Hier üben irgendwie tot machen. Also, dass es halt dieses rausläuft, überbauen oder irgendwas. Ich habe jetzt hier gebaut. Also, das ist nur die Front. Seitenwände sind nichts dran. Und die steht dann da hinten drin. Also 14 mal reingebaut und jetzt geht's plötzlich nicht mehr, oder was? Jetzt halt. So. Ja. Ich habe mir die Dark Orange Fliesen wieder genommen. Dachte mir, das ist vielleicht so ein wiederkehrendes Stilelement. Das schaut am Prinzip nicht schlecht aus. Weil ich habe seinen Turm auch. Und ich denke, das ist in Ordnung. Das sagt, hier kommt dann noch ein Hügel her und hier wird es allgemein noch ein wenig hochgezogen. Ich habe überlegt, ob ich hier mit, vielleicht mache ich das noch, das weiß ich noch nicht, mit Inverted Slopes hier nochmal eine Platte rausgehe oder einen Blick rausgehe, dass das vielleicht ein bisschen besser ausschaut. Ja, dann muss ich mal gucken, ob ich das so mache. Eventuell kann ich mir das aber wirklich vorstellen. Weil so ganz zufrieden
Also ich bin zufrieden, aber ich bin nicht ganz zufrieden. Ich denke, da geht noch mehr. Ja, also das war's für den heutigen Bauabschnitt. Ich werde die Woche mal so ein bisschen was blind bauen und erzähle es dann beim nächsten Mal ein bisschen ohne Aufnahme halt. Ja, mal. Ich sag das, waren jetzt heute eigentlich auch bloß 3 Stunden. Und ja, für 3 Stunden ist es eigentlich wieder wenig, aber eigentlich ist es auch wieder viel, weil, nein, das waren nicht immer 3 Stunden, 2,5 Stunden. Weil man doch viel Try and Error hat. Ausprobieren, schauen, wie es funktioniert. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, bin ich so auf dem richtigen Weg, ne? Finde ich schon. Also ich finde, es gibt Leute, die sehen es anders. Also dann, in diesem Sinne, falls ihr es angeschaut habt, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.